Also die Fans bei einem Schauspieler sind ja die Zuschauer. Und man möchte die Zuschauer ja ansprechen mit dem, was man macht. Darum geht es ja. Es geht ja um nichts anderes, als jemanden zu berühren, zu erreichen. Und in einem Zeitalter von Facebook und Internetseiten, also es gibt gar nicht mehr so viele Webseiten, es gibt hauptsächlich Facebook, wo man auch im privaten Kontakt mit jemandem aufnehmen kann, Instagram und Twitter und so, ist es natürlich total wichtig, den persönlichen Kontakt mit seinen Fans auch zu halten, so Fans. Ich persönlich finde das ganz lustig, weil ich habe in Australien mal eine Kinderserie gespielt, die hieß Dance Academy, die dann in ganz viele Länder überall hin verkauft wurde. Und ich werde tatsächlich immer wieder, auch im Ausland, auf der Straße erkannt wegen dieser Serie und angesprochen von hauptsächlich 13- bis 15-jährigen Mädchen. Und das finde ich toll, weil ich merke, okay, die haben sich das gemerkt und die gucken das und das ist schön. Man hat irgendwie einen Austausch und man kann sich dann mit denen unterhalten. Und man postet dann ein Bild oder ein Video und die kommentieren das und finden das toll oder sagen so, ah nee, die Frisur sieht blöd aus, was hast du dir da für, was hast du da für eine Frisur geschnitten oder was weiß ich. Das ist ganz, ganz lustig und auch schön. Also ich finde das eine sehr schöne Seite meines Berufs, dass ich Dinge mit Leuten teilen kann und das nicht nur für mich behalten muss und irgendwie an meinem Computer sitze und denke so, ah, so, ja, keiner mag mich oder so. Also ist echt schön.